Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Drug Dealer Simulator. Ich habe jetzt ein bisschen schon mal vorbereitet. Für die Einbrüche habe ich schon mal ein paar Sachen besorgt. Ich habe die Teile, die wir aus dem Lagerhaus geholt haben, die ganzen Substanzen, habe ich schon mal eingelagert. Die Pilze wollte ich mir jetzt gerade mal angucken. Und ich dachte mir, komm, ich schiebe einfach so noch eine Folge dazwischen, bevor wir wieder das mit dem Bruch und so weiter machen. Ich habe auch die beschrifteten... Die beschrifteten Fläschchen mir besorgt. Die gibt es hier in dieser Apotheke für den Auftrag mit den Morphinfläschchen, die er haben möchte, hier oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. 30. Da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe noch kein reines Morphin hergestellt, sondern bin immer nur dabei. Hier und scheiter bei den Kügelchen. Oder bei den Kügelchen hört es auf. Das ist ja ein ziemlich... großer Prozess, sage ich mal, der viele Schritte benötigt. Oh, hier sind die Dietriche schon mal fertig, das ist schon mal gut. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal ein bisschen hier. Ich habe mir diese Entschärfungskarten geholt, keine Ahnung wofür, aber ich glaube, dass die für die Alarmanlage sein könnten. Bin mir aber nicht sicher. Werde ich austesten. Wenn wir einbrechen und es piept, suche ich das Ding und dann halte ich das Ding mal da dran, mal gucken, ob das was bringt. Kann auch sein, dass das totaler Mist ist, aber wir versuchen es einfach mal. Die gibt es in der Apotheke plus diese hier. Damit kann man dann die anderen Fläschchen dann noch herstellen. Das sind fertige hier. Warte, Moment, das sind die fertigen. Die gibt es ja auch zu kaufen, 150 Stück. Wir brauchen 30 Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir da verschwenden. Da muss ich mal gucken. Bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, das habe ich noch nicht hergestellt. Ich bin gerade dabei. Ist schon fertig wieder. Ist schon wieder dabei. Hier kann man noch seine eigenen Substanzen machen, ne? Da habe ich auch mal ein bisschen herumprobiert, aber noch nicht wirklich was Wildes gemacht. Morphinknollen haben wir jetzt insgesamt 498. Oh, ho, 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 ho. Und was sagst du? Der funktioniert anscheinend nicht. Ach nein, der packt mir das direkt ins Substanzlager. Ah, guck mal hier. Denn damit können wir jetzt mal eben einmal testen. Denn damit können wir nämlich das Rezept... Cannabis-Klumpen müssen wir vorher noch machen. Und nach den Cannabis-Klumpen können wir... zwar hier drin, nämlich Hasch herstellen. Na, die Cannabis-Klumpen... dann Hasch. Fertig. Geil. Können wir auch lagern. So, das sind die Pilze. Das sind die reinen Pilze. Das sind die dreckigen. Das wollte ich mal eben kurz machen. Ich glaube, ich habe jetzt kein Wasserbad mehr frei. Weil da ist dann noch... nee, doch, ich habe noch eins. Geil. Wo sind die Pilze? Bin ich doof? Da. Pilze rein. Mit Pilzen habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie das funktioniert. Wir machen mal. Weil ich weiß nicht, ob wir die dann auch hier anpflanzen können. Nimm mal weg hier einmal. Das geht wohl nicht. Das heißt, ich kann sie nur kaufen. Boah, so viele Möglichkeiten hier, ne? Da musst du erst immer wieder durchsteigen. Das ist unglaublich. Wenn du direkt dabei bist, ist kein Thema. Aber wenn du so eine Pause immer zwischendurch machst, ist schwierig. Ja, warten wir mal, bis das jetzt fertig ist. Hier können wir dann schon mal für Mohnmilch wieder anschmeißen, dann ist das weg. Das meine ich aber auch neu, ne? Oder war das schon vorher? Ich meine nicht, ne? Aus der Schokolade, dass wir das machen können. Da bekommen wir dann Kalium heraus. Wir bekommen Zucker. Das ist ja geil, ne? Nee, das war vorher nicht. Das ist neu. Ist natürlich effektiver, wenn wir es erst malen, dann kriegen wir 10 Gramm heraus. Aber hier gibt es schöne Substanzen. Gar nicht wahr, ist gar nicht effektiver, sehe ich gerade. Es sei denn, die eine Schokolade macht, ich weiß nicht, wie viel Pulverzeug fertig. Das kann natürlich auch sein. Aber damit können wir uns ja noch beschäftigen. So, wir haben jetzt die Pilze. Pilze rein. Also die Pilze kriege ich aber nicht hier rein. Da kriege ich nur Mohn etc. Vielleicht gibt es irgendwo noch Samen zu kaufen. Das müssen wir mal gucken. Oder gibt es eine andere Anbautechnik? Aber wir waren im Geräteladen, ne?
Wir waren im Geräteladen, da gab es nichts. Es kann aber sein, dass vielleicht ein anderer Händler, eine Händlerin hier irgendwo. Können wir mal gucken? Wir gucken einfach mal. Wir machen heute mal so eine kleine Erforschungsrunde. Muss nur jetzt mal kurz überlegen. Hier wollte ich hin. Hier wollte ich mal einmal testen. Wir können erstmal hier. Ich glaube, ich gehe erstmal zu dem Typen. Das ist leichter mit dem Parken. Kriege ich besser einen Parkplatz, weißt du? Gucken einfach mal ein bisschen. Die Substanzen, die köcheln jetzt eh erstmal vor sich hin. Den Bruch kann ich, glaube ich, auch noch nicht machen, weil ich muss erst warten, bis es wieder hergestellt wird. Es gibt wohl noch einen Standort, wo ich die Elektronikteile herbekomme. Okay, hast du nicht. Das ist aber schade, mein Bester. Das ist aber schade, wirklich. Schmutz. Dann hätte ich noch 7 Angebot. Wollte es eigentlich nur gucken, ob da irgendeiner von denen irgendwie, irgendwo das am Start hat. Oder irgendetwas Neues am Start hat. Der Busch gefällt mir. Der fliegt so schön. Moin, servus. Need anything? Okay, hat sie auch nicht. Adios, amigo. Come back soon. Hat sie leider auch nicht. Hat sie auch nicht. Hat sie auch nicht. Das ist natürlich blöd, ne? Aber was willst du machen? Steigen wir wieder ein? Ich weiß, es könnte natürlich noch sein, dass irgendjemand anderes von denen... muss ich mal eine ganz große Tour machen und ein bisschen mal erforschen hier und da, ob da noch irgendjemand Pilze oder so verkauft. Aber mit Pilzen habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob wir mit den 10 jetzt überhaupt was machen können. Ich weiß, dass wir die auf jeden Fall trocknen können. Ich habe aber jetzt kein freies Gestell. Aber ich hätte die Dingsbums hier, die Trocknungsgestelle drin, die hätte ich noch. Weil hier habe ich jetzt die letzten bisschen Blüten reingepackt zum Trocknen. So. Die dreckigen ergibt Shrooms. Und die ergeben sogar dann 2. Da können wir mal machen. Das dauert gar nicht so lange. Ist ja auch nicht viel, was wir da machen. Ja, geil. Ist auch fertig. Haben wir auch. Schon mal fertig. Müssen halt nur gucken, wo wir so eine Pilzquelle bekommen. Wo die kaufen können oder sonstiges. Oder ob wir die irgendwann noch züchten können. Ich habe jetzt eigentlich daran gedacht, dass irgendjemand mir so ein... Ja, sowas hier quasi. So ein Kübel verkauft für Pilze extra. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Können auch abernten mal, ne? Ein bisschen aufräumen, mal ein bisschen hier wieder die Produktion in Gange bekommen. Denn die ist ein bisschen, die steht ein bisschen hinten an aktuell. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ist schwierig. Geil, dass ich so viel Platz habe, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Also das ist mega. So, dann können wir schon mal hier ein bisschen trocknen. Bleibt auch wieder was über. Bleibt sogar eine Menge über. Ja, 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 ja. Schade, ne? Das heißt, wir müssen alles wieder hier reinpacken. Aber das ist, glaube ich, auch gut voll, ne? Aha. Oder weißt du, was wir machen? Wir schreddern einfach noch ein bisschen. Also, so viel brauche ich gar nicht dafür. So viel kann ich da nicht schreddern. Komme ich an den hinteren dran noch? Super. Nee, das ist ja nicht... Jetzt ist er es. Da können wir auch nur 60 leider. Komm, machen wir mal immer wieder. Dann haben wir ein bisschen Pulverzeug auch. Ist doch ganz geil. Ist doch ganz geil, 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 geil. Was war mit denen nochmal? Weiche Amphetamine. Ja, muss ich auch noch herstellen wieder. Haben wir noch Platz?
So, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Können wir die nächste Tour starten? Sativa? Sativa, okay. Sativa? Sativa auch? Sativa? Zu viel Sativa. Guck mal hier, der hängt. Der hängt noch. Was haben wir hier? Indica. Indica nehmen wir mit. Was ist los? Ach so. Klar. Ich war jetzt ein bisschen... Und Indica. Mehr haben wir nicht, Indica, ne? Ah, doch. Müssen wir auch wieder ein paar Samen machen. Aber Samen haben wir, glaube ich, noch. Irgendwo habe ich Samen noch ohne Ende. Also Samen sollte nicht das Problem sein. Aber dann kann das schon mal wieder wachsen. So, wunderbar. Ich habe noch hier oben. Guck mal hier. Was ist denn hier? Geht doch. Sauber. Okay. Die könnten wir auch abernten, aber da habe ich noch keinen Platz für. Aber ich pack die hier rein. Weil der kleine Spind da draußen, der bringt mir nichts. Ach nee, ich habe ja hier extra. Die Pflanzen, männliche. Da sind die Sativa-Samen. Hallo? Und da sind dann nochmal weibliche. Und da haben wir dann auch nochmal eine ganze Ecke. Also die Blüten habe ich da auf jeden Fall nicht gesammelt. Holy moly, ey. War auch wieder so viel am Start hier. Kriegen noch ein bisschen? Jawohl. Schön, 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 schön. Dann bringe ich die mal hier nach draußen, aber die werden wir nicht komplett da reinbekommen. Weil da haben wir zu viele. Aber wenigstens schon mal ein bisschen wieder raus. Das war's. Kann ich hier irgendwie noch welche dazu schmeißen vielleicht, maybe? Indica? Was läuft denn hier? Indica. Ah, dann ist das Sativa. Ist richtig. Ja, nicht viele kriege ich da mehr rein, ne? Das habe ich vorhin erst angeschmissen. Huch, das war falsch. Und das muss ich so sagen, das dauert ja extrem lange. Aber wir sind durch. Wir haben keine Knolle mehr am Start. Geil. Nice, nice, nice. Haben wir das auch erledigt? Hier sind meine Tütchen noch. Okay, Cannabis-Klumpen. Zwölf Minuten, okay. Das ist halt alles, ne? Du brauchst 4, 5, 6, 7, 8, die Table und so weiter und so fort. Das ist insane, ist das. Insane. Da ich jetzt nicht weiß, wie viel Morphium ich da rausbekomme, stelle ich jetzt nochmal einmal her. Weil im Bruch kann ich erst nächste Mal wieder machen, wenn ich nämlich nichts herstelle oder sonstiges. Denn sonst kann ich ja nicht auf mein oder in mein Häuschen zurückkehren, weil sonst überfallen die mich. Oh, jetzt haben wir keine Morphium-Rückstände mehr. Müssen wir erst wieder machen. Bist du fertig? Noch nicht. Schade. So, Morphium-Rückstände machen wir natürlich aus unserer Opium-Verbindung. Aus Essig haben wir auch noch ein bisschen was am Start. Und Wasser kriegen wir die Morphium-Verbindung, die dann zur Knolle wird. Wir haben kein Opium mehr. Wir müssen jetzt erst wieder Opium herstellen. Für Opium brauchen wir die Mohnmilch, haben wir aber auch Gott sei Dank genug. Dann können wir nämlich ein bisschen Opium machen. Opium wollte ich ja eigentlich in dem einen Bereich nur machen. Egal, 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 egal. Wir müssen jetzt nehmen, was wir haben. Huch, das war falsch. Hasch ist auch falsch. So. Und dann können wir nämlich hier auch nochmal abernten und wieder anpflanzen. Ne, Samen habe ich, glaube ich, in der Bank, ne?
Ah, Dünger. Ja, ich muss Dünger besorgen. Und nächstes Mal, wenn ich irgendwo bin und Mohnsamen sehe, nehme ich mir auch sofort wieder Mohnsamen mit. Wir haben jetzt hier auch noch Pflanzen. Wieso hat er jetzt 250? Kannst du die stapeln neuerdings? Oh, ist das geil. Wie viel? 250, ja, perfekt. Ja, das ist ja mega geil. Dann nehmen die gar nicht mehr so viel Platz weg. Schön. Das ist doch mal sinnvoll. Hä, da stand doch gerade irgendwo. Oh. Okay, schade, anscheinend nicht. Alright, also wir haben die Mohn. Milch brauchen wir jetzt. Machen wir hier raus. 180. Die Dinger sind mir zu klein mit 180. Was ist das? Das ist gar nichts, ist das. Dauert so unfassbar lange. Und ein bisschen Mohnmilch nochmal. Das will ich auch ausprobieren mit der Schokolade. Das ist ja mega. So, und dann packe hier rein den Rest. 160. Geil. Geil, 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 geil. Ja, und jetzt heißt es erstmal wieder warten, 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 ne? Können mal gucken, ob wir da schon irgendetwas machen könnten. Ach nee, ich muss ja erst. Wo mache ich denn die Substanz? Die habe ich noch nicht gemacht. Ist sie das? Ist die Frage jetzt, ne? Dafür brauche ich die Knolle, Ethanol und Wasser. Okay. Kriege ich dann auch nur 180 raus, natürlich. Aber ist gleich durch, Gott sei Dank. Dann können wir da auch ein bisschen was anschmeißen. Woanders kann ich die, glaube ich, jetzt nicht drin machen, ne? In den Kübeln kann ich das nicht. Müssen wir ein bisschen warten. So, dann haben wir auch die, oder haben wir auch Morphium. Das ist doch schon mal sehr gut. Hier dauert es noch. Da ist überall jetzt Opium drin, ne? Ja. 27 Minuten. So ein Mist, ey. Wie lange brauchen die? 39. Ah, leck mich doch. Ja, okay. Das heißt, das Spiel ist dann halt darauf ausgelegt, dass du wirklich wartest, wartest, wartest. Hier ein bisschen was machst, da ein bisschen dann wieder was machst und so weiter. Und das war's. Kilo habe ich nur noch. Ja, kann ich die auch mal ein bisschen aufbrauchen wieder. Ist ja nicht so, als hätte ich Platzmangel, aber ist ja egal. Dann können wir wieder kaufen. Aber Flüssigdünger wird jetzt auch eine knappe Geschichte. Muss ich die letzten beiden für 755 haben wir noch im Start. Die letzten beiden mache ich dann für Flüssigdünger, oder? Bekommst ja auch nicht so viel raus. Bekommst du 80 raus. Super lächerlich. Ist viel zu wenig. Viel zu wenig, viel zu wenig, viel zu wenig. So, ihr wachst. Ja, dauert auch nur ein bisschen. Ne? Schön, schönes Ding, schönes Ding. Hier ist soweit alles auch fertig, ne? Ich könnte da noch die anderen Samen reinschmeißen, aber wofür? Wofür, wofür, wofür? Brauche ich aktuell nicht. Hier haben wir 7, da haben wir 5. Ich habe irgendwo habe ich noch ein paar Kilo rumfliegen. Also da brauche ich ehrlicherweise erstmal nichts zu machen. Na, hier kann ich auch Mohnmilch machen. Gut. Gut zu wissen, gut zu wissen. So, wie sieht's aus? Opium? Opium packt mal eben auch hier rein. Ja, und die Karten weiß ich halt noch nicht, ne? Die nehme ich, glaube ich, erst einmal mit. Ich wollte jetzt mal eine kleine Tour noch machen. Schaffen wir noch, ne? In der Folge, ja, locker. Locker easy. Aber ich weiß noch gar nicht, wohin ist die.
Das ist die Sache. Ich überlege die ganze Zeit, wer noch vielleicht irgendetwas haben könnte. Machen wir weg. Einmal machen wir so die Karte mal eben offen. Ich glaube, die hat die Pilze mehr verkauft gehabt, ne? Kann das sein, die alte Frau? Hier könnte ich mal noch mal gucken in dem Möbelgeschäft, ob wir da Sachen frei geschaltet bekommen, noch andere. Mach immer den Fehler, dass ich aussteige, keine Ahnung. Also das mit diesen Radioelektronik, das dauert dann extrem lange, weil ich weiß halt nicht, wie viele Tage ich jetzt brauche. Ich habe die nämlich jetzt laufen lassen ein bisschen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Tage genau vorbei sind. Also wie viele Tage es genau dauert. Moment, wo ist der Laden? Der ist da. Ah, oh, die Koppers. Ich habe aber nichts am Start. Ne? Ich weiß nicht, wie die auf Dietrich hier reagieren. Sagen die nachher auch. Oh, du Verbrecher, du hast Dietrich am Start. Du Otto. Verschwinde, ich komme hier nicht hoch. Muss ich eine Ehrenrunde laufen? Ich laufe eine Ehrenrunde. Schön hier am Wasser entspannt entlang. Guck mal, ist doch toll, ist schön. Prima. Prima, prima, prima. Hier haben wir auch noch Läden. Und ist das noch ein Lagerhaus? Nee. Ah, hier sind wir. Okay, wir sind hier. Das ist gut. Das ist jetzt die Frage. Heißt das, wir könnten wieder einbrechen? Also jetzt natürlich nicht, hier können wir nur abends machen auf jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, ob ich das jetzt machen könnte wieder. Was sitzt ihr denn hier? Lass mich rein. Das ist auch neu, ne? Oder? Verkaufst du das? Oh, hello there. Kate, what's your question? I don't know, but I know someone who does. Die lokale Apotheke, ja, ja. Da kriegst du die Fläschchen dann. Da kannst du sie nämlich kaufen. Aber muss, glaube ich, auch das Level erst haben. Also du musst die einmal komplett freischalten. I know where to ask. Welcome back. Okay, da gibt es noch ein Lagerhaus wohl. Auf der Halbinsel? Was meinen die mit Halbinsel? Das ist keine Halbinsel, ne? Wie definieren die jetzt eine Halbinsel? Hier ist eine halbe Insel. Das sind alles halbe Inseln. Das sind keine ganzen, das ist eine ganze. Was weiß ich, was eine ganze Insel ist. So ein Scheiß, verarschst du mich? Ich möchte was kaufen. Aha, guck mal. Telefon mit Anrufbeantworter. Ist neu. Oh, guck mal hier. Bett in grün. Ist neu. Ja, die Couch müsste neu sein, ne? Die haben sie ein bisschen angepasst. Dazu auch noch der passende Sessel, sauber. Ja, die Betten sind nicht ganz so geil. Oh, guck mal hier. Ein Kaffeetisch. Können wir ein bisschen Kaffee auch trinken. Kleiderschrank, super, der sieht gut aus. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Und sonst? Hier ist nochmal ein anderes Hundebett. Ja, müssen noch ein bisschen Bilder und ein paar Pflanzen und so weiter, ein paar Dekoartikel auf jeden Fall noch dazukommen. Das wäre ganz geil. Das sieht gut aus, ne? Zeig mir im Check. Check, check, checke die, check, check. Und ein paar Lampen vielleicht müssten noch dazukommen. Aber ich habe gerade Telefon gelesen. Aber die kennen wir ja schon. Meinte das hier. Aber das kennen wir auch schon. Das hatten wir auch schon vorher. Kaffeemühle. Kaffeetisch auf jeden Fall. Ist neu. Und ein paar Betten. Goodbye, friend. Ja, ich wünsche dir was, ne? Ich wünsche dir was. Vielen Dank, vielen Dank.
könnten noch mal im Minimarkt vorbei. Muss ich hier runter, ne? Bitte sei nicht hoch. Mach doch nicht so einen Satz nach vorne. Entspannt runtersliden. Du musst wollen. Zack, siehst du? Dann passiert doch nichts. Ganz entspannt. So, gehen wir eben noch mal dahin. Moin, Meister. Bist du einer von meinen Leuten? Nein. Oh, ich muss weg. Parcours? Doppelter Parcours? Also, bei der Apotheke, ja, sind wir. Da bekommen wir auf jeden Fall die Fläschchen, die sie jetzt natürlich nicht hat, weil ich habe die jetzt schon gekauft. Ich dachte erst, das sind die. Die hatte ich auch drin, ne? Aber das ist Gegengift. Doch, die hat sie wieder. Wir können noch mal zuschlagen. Cool. Ja, da müsste das Lagerhaus auch wieder bereit sein. Ich habe gar nicht mehr so viel Geld, ne? Okay, wollte mal gucken, wie viel. Ah, es passt. Nehme ich dir auch. Das Problem ist, ich bräuchte auch Dünger. Ephedrin brauche ich auch. Ist zu viel. Egal. Ist egal. Einfach gekauft. Gut, vielen Dank. Ich wünsche dir was. Ich bin full. Richtig full. Gucken noch hier. Hallo, mein Bester. Hast du Schoki? Du hast Schoki am Start. Das ist geil. Will ich auch ausprobieren. Passt das? Hier zahle ich mit dem Check. Geil. Und ich hätte gerne... Ah, hier, Kakaopulver. Damit machst du das. Damit kriegst du das dann raus. Ich möchte gerne auch Mohnsamen haben, bitte. Auch mit dem Check. Ja, klar. Ich kauf nichts mehr. Bar bei dir. Oh, Dünger bräuchte ich aber auch. Ganz wichtige Nummer. Shit, passt nicht mehr. Müsste ich gleich mit dem Wagen vorfahren. War der nicht so schnell? Synthetischer Dünger. Aber sonst hat er auch nichts Geiles am Start. Das ist doof. Wie viel kriege ich denn noch mit? Ich weiß nicht mehr, wie der die stackt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist einer zu viel? Tatsache. Einer zu viel. Well, pity. Alright, gehen wir nochmal nach Hause. Und ich glaube, ich werde das dann auch so machen, dass ich dann jetzt erst einmal ein bisschen, ja, das ans Laufen bekomme. Ja, dass wir das mit dem Morphium haben. Und noch ein paar Mal ins Lagerhaus einbrechen. Also das andere Lagerhaus ist wohl hier in diesem Bereich. Wo ist es hier? In diesem Bereich hier. Da ist wohl noch ein Lagerhaus. Ich weiß aber nicht, wie viel da drin ist. Da war ich noch nicht drin. Ich werde noch, glaube ich, eine Tour in einer Folge machen. Das können wir noch gerne machen. Und dann werde ich die so herstellen. Was heißt so herstellen? Dann werde ich warten und das ein paar Mal hintereinander machen. Weil es dauert ja schon ein wenig, ne? Bis wir da genügend zusammen haben. Boah, überleg mal. Die hätten das nicht irgendwie geupdatet und 700 hätte sie gebraucht. Das ist verrückt. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Oder 750 sogar. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das war. Verrückt. Verrückt. 41 Millionen, ey. Das wächst. Aber auch nicht mehr lange, weil denen geht langsam das Zeug aus. Was meckerst du? Ach so, hier, bist voll. Warte, ja. So, Dünger. Da muss ich wieder ordentlich mehr besorgen, Dünger auf jeden Fall. Ich brauche ein bisschen Kohle wieder. So eine Million möchte ich schon gerne mit rumlaufen. Jetzt können wir das mal ausprobieren mit der Schokolade. Wo war das mit der Schokolade denn jetzt nochmal? Siehst du, du hast hier so viele Möglichkeiten, dann weißt du schon, hier. Weiß schon gar nicht mehr, was Phase ist. Guck mal, da kriegen wir nämlich eine Menge raus. Zack, weg ist sie. Bin ich mal gespannt. So, das sind jetzt die neuen Substanzen, die dazugekommen sind. Da, ah, da habe ich schon gehabt. Aber Zucker doch nicht. Können wir Brot auch backen direkt, weißt du? Dafür auch der Kaffeetisch dann, ne?
Kaffeemühle ist am Start, Brot haben wir am Start. Geil. Ein bisschen Brot backen hier. Müssen wir so einen Ofen noch hier hinstellen. Gut. Das läuft jetzt auch durch. Ja, auf den Rest muss ich dann warten, ne? Cannabisklumpen könnten wir nochmal herstellen. Könnten auch hier mal gucken. Nimm mal hier die Dietriche weg. Ach, krieg ich 60 mit raus? Ja, geil, brauchen wir gar nicht mehr machen danach. Brauchen wir uns gar nicht mehr drauf zu konzentrieren. Wenn wir die 30 fertig haben, ist gut. Der Rest interessiert mich nicht. Ist doch richtig, ne? Oder habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Morphinfläschchen. Mal Morphinfläschchen. Nicht, dass wir wieder einen Fehler gemacht haben, aber das müssten die sein. Und die könnten wir dann wieder... Ne, das ist eine Morphinbox, das ist wieder was anderes. Das kommt bestimmt auch noch. Da will er dann hier so ein Paket haben. Brauchen wir Paketklebeband, dann die Teile, die wir ja schon besorgt haben, Gott sei Dank. Und wir brauchen Morphinfläschchen. Das ist wahrscheinlich dann eine höhere Anzahl. Gut, ich werde jetzt mal noch ein bisschen dann Fläche machen, bis wir keine mehr haben, bis das voll ist, weil ich denke mal, wir brauchen das auf jeden Fall auch noch irgendwann, dass das dann auch fertig ist. Und dann sehen wir uns nächstes Mal, dann gebe ich das ab und dann brechen wir vielleicht noch mal einmal ein und dann muss ich erstmal sammeln. Dann dauert's wahrscheinlich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.